Sie versteht's. Hab keine Angst, Nori. Ich beschütze dich. Ich vermisse das hätten wir früher Wald. Schon machen müssen. Das Leben dort. Bald sind wir beim Feenforscher. Dann wird alles gut. Das klingt so schön. Das glaube ich kaum. Ich muss nur noch diese Orks vertreiben. Du hast ja noch mich, Nori. Eine Idee, wie wir an diesen Orks vorbeikommen? Wir kehren um und vorbei sind wir eine sichere schon Passage. Nori. Ich zähle ganz auf dich. Bitte, Nori, lass uns von hier verschwinden. Keine Angst, Rabe. Ich beschütze dich. Gut. Folgender Vorschlag. Verwegener Plan, Hinterhalt, ratlos. Ein Hinterhalt. Hat jemand Gift? Das könnten wir in ihr Essen tun. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich bin auch enttäuscht, Geron. Orks ein Hinterhalt, das ist halt... Nein, ich meinte nur ein... vergesst es. Das ist ein Hintern. Halt. Wir stellen uns den Orks. Vielleicht lassen sie mit sich verhandeln. Mit Orks verhandeln? Du Milchbart! Ich höre auch nur immer Blut von ihnen. Tut mir leid, aber alleine weiß ich nicht weiter. Und deshalb verschwinden wir jetzt. Gib dir keine Schuld, Geron. Vielleicht verraten uns die streitenden Orks dort etwas. Du verstehst, was die Schwarzpelze da reden? Die beiden da mögen sich nicht. Der Dritte lacht immer. Irgendwas Wichtiges, was uns weiterhelfen kann? Warte einen Moment. Sehr schön, sie versteht es also. Sie wird zu uns hier und weiter. Sehr toll. Es ist eine Geschichte mit sehr vielen Namen. Geschichten helfen uns auch nicht weiter. Sie reden viel von Blut und Eingeweiden. Tauschen Sie Kochrezepte aus? Das hatten wir schon. Um wen Tairach als Made zerquetschen wird. Und wer von denen ist Tairach? Das ist ihr Blutgott. Der große Laute ist ungeduldig. Er will endlich das Zeichen von Tairach, sonst tanzt er selbst. Sie warten also auf ein Zeichen. Soweit habe ich das verstanden, dass man da irgendwie Blut dem Blutgott. Lass uns nochmal bei. Gut. Aber wie? Wie soll das Zeichen aussehen? Scheint ja sehr lustig zu sein. Sie lachen über einen Menschenknochen? Wie widerwärtig. Nicht, dass sie den Feenforscher kochen. Nein, der Knochen ist ganz klein und witzig. Wer weiß, wie groß so ein Feenforscher überhaupt ist. Der große, laute Ork interessiert sich mehr für Ogre-Exkremente. Wunderbar. Ja. Habe mich schon immer gefragt, worüber sich Orks so unterhalten. Hilft uns das? Wir schenken ihnen Ogre-Exkremente? Und dafür lassen sie uns passieren? Wenn das Leben immer so einfach wäre. Tja. Lass uns nochmal bei den Orks lauschen. Gut. Ein bisschen Zeit vergeuden. Trokor Harkulzach. Korka Harkulzach. Groch Jurahir. Knack Tairach. Taika Jorn Barak Baruk Saras Tor Aikar Brasil. Da so viele Namen. Irgendein Aikar. Der Aikar ist der oberste aller Orks. Warten Sie auf Ihren Oberork? Der hätte uns gerade noch gefehlt. Nein, nein. Sie warten seit Tagen auf ein Gottesurteil. Und dann? Dann soll Blut fließen. Oder sie warten auf Blut. Bist du dir sicher, dass du alles richtig verstehst, Nori? Ihr Gott will Blut. Die Orks wollen Blut. Aber niemand scheint es zu haben. Wir könnten Herrn Rabe hier anbieten. Mach nur deine Scherze, Junge. Ah, ja, genug gelauscht. Ich mach das schon. Alles wird gut. Ich hab zwar nach wie vor keinen Plan, aber... Mit dem blutigen Wasser können wir vielleicht irgendwie irgendwas. Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot.
Ich glaube nicht. Okay, was machen wir jetzt denn? Alles voller das Maul. Können wir den Schild dazwischen klemmen? Können wir nicht. Können wir das Tuch einfärben? Dann ist es nass. Können wir das Seil rot einfärben? Wozu? Puh. Ja. Ich lese schon wieder eine Komplettlösung. Okay, das haben wir tatsächlich noch nicht versucht. Schien mir auch abwegig. Machen wir's mal. Und nun? Das Getropfe ist noch zu leise. Aha, spaltender Schädel. Vielleicht. Das lasse ich lieber. Der gebe ein Foto ein Grablicht. Kann man das überhaupt zerschneiden? Ich bin nicht sicher. Wie soll das klappen? Der ist schon Da machen wir nur ich für. Ah, Sekunde, okay. Den Ork-Schädel, den schweren Menschenschädel wieder. Lass mal den mal reparieren. Jetzt klingt er laut und hohl, wenn man gegen die Schädel denkt. Sehr schön, das soll er. Ein ganzer Schädel. Wollen wir doch mal sehen. Torog ein Morka. Kuschach ein Gehoi. Burgmor. Ocha geht rüber? Geht rack noch, knach teirach. Zogach guroch recht teirach. Rika zolochai, horok scharas brakara. Ar aikar barzorak ro jarkach kesara. Juroch dura gorschoi? To teirach, juscha obrach, dusum drasa. Reiko knach? Nein, die... Mist. Der Knoten stinkt nach grässlich. Okay, können wir da jetzt irgendwie was machen? Puh, ich bin auch nach wie vor ratlos. Putz mach durch! Mokroch! Och, geht rüber! Geht rack noch, knach teirach! Ach so, der Knoten sitzt du fest, natürlich. Manchmal. Na hier. So geht's. Okay, jetzt haben wir ein orkisches Kriegshorn. Ich würde das lieber von der Seite aus machen.
Vielleicht können wir da jetzt. Können wir das jetzt dort reinstecken? Alles voller. Das Maul muss. Tja, vielleicht können wir das. Das Horn könnte das Wasser auffangen, wie ein Trichter. Ich muss das. Ich bin planlos. Komplettlösung. Holzbrett und Steg über den Abgrund haben wir gemacht. Oberkieferknochen. Was für ein Oberkieferknochen? Können wir hier mit dem Messer irgendwie. Das kann ich nicht. Das Seil vielleicht hier. Natürlich nicht. Was für ein. So ein Schädel wieder nehmen. Laut wie eine echte. Tja. Sterblichen. Ach so, der Rabe, sonst ist es. Ich wahrscheinlich auch schon wieder was. Ich wieder was übersehen. Der Rabe hilft uns mal. Weiß auch nicht was, aber. Oberkiefer, das brauchen wir. Siehst du dort den Kieferknochen am Pfahl? Und? Du musst ihn für mich holen. Wieso ich? Du bist ein Vogel. Flatter, flatter. Ich bin doch keine Aaskrähe. Bitte. Nein. Bitte, bitte. Ich kenne dieses Spiel. Es endet mit 1000 Bitte, bitte, bitte. Und meine Antwort? Nein. Für Nuri? Na gut. Sehr schön. Okay, wir haben einen Oberkieferknochen, wie uns das helfen soll. Der Rabe hat die Orks kaum interessiert. Ein Rabe müsste man sein. Vielleicht hätte ich es. Ich jetzt das Seil einfach nicht zerschneiden sollen. Ja, das ist. Da sagst du was. Okay, Oberkieferknochen. Tja, da bräuchten wir ganzen 8 Sekunden. Vielleicht sollten wir es mal reparieren. Das Seil. Und jetzt. Ein Wurfhaken. Na, großartig. Ich kann kaputt machen, Nuri kann heil machen. Sehr schön, das ist bei mir noch nicht ganz angekommen, das muss ich jetzt mal noch kapieren. Das Prinzip. Und nun? Jetzt fließt das Wasser hier runter. Können wir das Wasser vielleicht jetzt. Das halte ich von. Rot färben. Der Felsen. Natürlich nicht. Der. Jetzt hier mal. Wozu soll ich es nass? Ich weiß doch auch nicht. Meine Fresse.
Ja, aber ich verstehe nicht wie. Okay. Das Horn, hier die Lücke. Da fließt schon genug. Jetzt müssten irgendwie den Stein. Ah, ich habe eine Idee. Prokor Harkulza. Vieles ist zerbrechlich, aber das nicht. Okay, ich habe keine Idee mehr. Rab, hast du vielleicht eine Idee? Sag mal. Tja. Mit denen werden wir fertig, was? Es sind Dutzende. Du hast nicht einmal ein Schwert. Rabe? Du lenkst sie ab und Nori, kannst du einen Todeszauber? Steckt das? Schlafzauber? Nein. Wir werden trotzdem irgendwie mit ihnen fertig werden. Steckt den roten Stein, der die Eigenschaft hat, das Wasser auf rot zu färben, in das Orkhorn. Ja, aber wie? Aber wie? Ach, nichts. Kein Makel. Vielleicht mit dem Messer? Ach, als ob. Und einfachste Lösung liegt meistens direkt vor der Nase. So. Ein letzter roter Stein. Oha. Jetzt speit der Götze Blut. Maro! Oh, oh, Taika! Oh, Taika! Knast Taika! Inroch Taika! Mol Azeki! Mol Kul Knast! Guza! Ok! Baruko Kaskota! Ah, sehr schön. Taika! Rak Aikor! Und tun dies wach geworden. Halku Sharas Blackerei! Halku Aika Brasorak! Taika Garach! Solochai! Solochai! Aikata! Aikata! Das endet tödlich. Bleib ganz ruhig und zerbeiß mir nicht die Kehle. Der reißt mich in Stücke. Dieser Köter ist im... Meine Kraft wirkt nur, wenn überhaupt. Tja. Das ist zu stab... Oha. Geschafft. Kommen wir endlich zum Roten See? Ach so. Da ist er. Ich dachte, sie wär weg. Bist einer, der nicht schnell aufgeht. Was? Ja, so. Okay, einer jetzt sind wir hier hoch. Ach, die sind jetzt weggezogen, die. Ah, okay. Und der weiter Rote sind wir. See. Aber nirgendwo ein Forscher. Dort vielleicht. Hallo! Nicht so laut, die Orks! Wollte gerade sagen. Oh, ein Kobold. Wer seid denn ihr, junges Volk? Was? Du bist der Kobold des Feenforschers, nicht wahr? Nein! Ich bin ein Auerhahn! Ah ja. Ein Auerhahn! Du kriegst mich nicht! Weißt du, wo seine Höhle ist? Ich weiß es! Sehr gut, wo ist sie? Das sage ich nicht, ich petze nicht. Was können wir gegen den machen?
ein Schmetterling. Könnt ihr uns begleiten? Hey! Schließt wohl nicht leicht Freundschaften, was? Du sagst es. Tja, irgendeine Idee. Wenn wir den Feenforscher gefunden haben, wird alles gut? Ich hoffe es. Erforscht mich aus, bis ich ohne Schmerzen zaubern kann. Dann kann ich dir jeden Wunsch erfüllen. So heißt es in den Märchen. Vielleicht zeigt dir der Forscher auch einen Weg zurück in deine Welt. Dort wärst du in Sicherheit. Hör auf damit, sonst kehre ich sofort um. Ich gehe nicht in meine Welt. Aha, und das wieso nicht? Was ist denn so furchtbar an deiner Heimat? Ist der Feenforscher eigentlich auch ein Mensch? Du lenkst ab. Du lenkst ab. Also gut, dann behalte dein Geheimnis für dich. Wo ist eigentlich schon wieder der Rabe? Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Meinetwegen braucht er von seinen Auskundschaftungen gar nicht zurückzukehren. Aber er hat uns schon so oft geholfen. Ach ja? Ich höre ihn immer nur abfällige Kommentare geben. Er hat uns vor den traurigen Feen gewarnt. Ja gut, das eine Mal. Und bei den Orks hat er uns auch geholfen. Hm. Außerdem? Ja, schon gut. Er darf ja gern wiederkommen. Ich schaue mich mal weiter um. Der Felsblatt spalt. Gelehrter Herr, seid ihr hier? Natürlich nicht. Jetzt zeig uns schon den Weg zur Höhle. Nein, ich habe zu tun. Was ein Dreister. Wir müssen ihm irgendwie eine Falle stellen, dass der hier in die Pflanze reinkommt. Vielleicht können wir das... Sieh mal, ich glaube, die beiden sind verwandt. Hm. Eindeutig dieselbe Sorte. Eine Koboldfalle, vielleicht können wir da irgendwie was machen. Nichts mehr zum Füttern. Wird doch nicht. So wird das. Feuerstein. Au! Mit dem Messer vielleicht. Au! Selbst schuld. Das lachen beide über mich. Menno. Mein Arm ist... Vielleicht mal ein bisschen gießen. Ich sollte das Wasser... Messerweitwurf. Ihn umzubringen... Meine Kraft wirkt nur auf tote Dinge, wenn überhaupt. Die ist lebendig. Tja. Roter See. Ein guter Felsen. Tonglas. Meine Kraft wirkt. Ich muss dringend. Können wir die Blumen mitnehmen hier? Wahrscheinlich haben sie zu wenig Sonne. Die brauche ich nicht. Können wir den roten Felsen zerstören? Der Felsen färbt ab. Der Felsen... Von diesem hier lässt sich nichts abbrechen. Tja, also... Vielleicht können wir den Felsspalt vergrößern. Lässt sich das schneiden? Versuch's doch aus. Gelehrter Herr, seid ihr hier? Tja, vielleicht. Natürlich nicht. Hätte sein können. Wie komme ich darauf? Nuri. Ich schaue mich mal weiter um. Auch hier keine Hilfe. Bin etwas schlecht in diesem Spiel. Blüht hat 2.
Ich riskiere mein Leben nicht für eine Pflanze. Tja. Finden wir hier irgendwas, was so eine Halskette? Den ganzen Brat. Ein Hochschild. Okay, vielleicht können wir damit irgendwas tun. Wirklich? Oh ja, und so kam es, dass ich nach 700 Wintern der Einsamkeit endlich... Aber später mehr, mein Kind. Dein Rübengesicht ist wieder da. Ja. Natürlich. Wenn wir nicht den ganzen Braten mitnehmen wollen, vielleicht, aber wozu das hilft. Ein Stück muss reichen. Menschenfleisch. Mag jemand Menschenfleisch? Das schmeckt dir wohl nicht. Wenn du uns weiterhilfst, geben wir dir was zu essen. Geht! Okay, nichts zu essen. Wer ist hiermit? Nein, was soll das auch bringen? Ich weiß nicht. Vielleicht den Hochschild? Unwahrscheinlich. Ich weiß. Keine Zeit für sowas. Vielleicht kann ich ja damit ein wenig Schatten spenden. Vielleicht kann ich... Tja, hier vielleicht den Felsspalt. Die Lilienkönigin. Oha. Oh nein. Der Sommerling. Oh nein. Wir müssen ihn befreien. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Naja.